Das bin ich. Ein ganz normales Landei. Vielleicht ein bisschen schwuler als andere, aber sonst Standardausstattung. Und das kann ich besonders gut. Einfach nur da liegen, chillen, Musik hören oder verregnete Nachmittage in unserer Bibliothek verplempern. Oder mit Kat, meiner Besten, Früchte und Beeren klauen und daraus Parfait machen und anschließend aufessen. Und das ist meine Familie. Glass, meine Mom, auch wenn man sie nicht ungestraft so nennen darf, und meine Sis Diane. Diane und ich waren mal wie MacGyver und sein Taschenmesser oder wie Spargel und Hollandaise oder ganz einfach wie die Olsen Twins. Sie war meine Beschützerin, meine engste Freundin, meine Verbündete und ich ihr zweites Herz. Und das hier ist das Haus, in dem wir wohnen, von einer Urgroßtante oder so geerbt. Trägt den klingenden Namen Visible, sichtbar. Hallo, das schreit doch schon nach Hirnschaden. Und das hier, das sind andere Familien in der Gegend. Und ihre Häuser. Und ihre Gärten. Und ihre Leben, an die sich Glass unter gar keinen Umständen anpassen will. Theresa? Hi, Phil. Eigentlich wollte Glass dich hier abholen kommen, aber dann hat sie sich in den Kopf gesetzt, sie will für dich kochen. Und jetzt ist sie. Du kennst ja deine Mutter. Komm. Mensch, jetzt lass dir halt nicht alles aus der Nase ziehen. Wie war dein Camp? Stell dir vor, du hast eine Katzenallergie und wirst zur Therapie in ein Katzenheim gesteckt. So ähnlich ist es bei mir in Französisch. Alte Dramaquine. Alte Dramaquine, monsieur. Und meine beiden zu Hause? Jedes Mal, wenn ich angerufen habe, war Glass so... Keine Ahnung. Phil? Was ist denn hier passiert? Hast du das nicht mitgekriegt? Oh Mann, hier war ein irrer Sturm. Wie aus dem Nichts. Sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Okay, krass. Danke nochmal. Und grüß mir Pascal. Sorry, dass ich dich nicht abgeholt habe. Ist ja alles irgendwie so. Schon okay. Hast du Hunger? Eigentlich wollte ich dir ja dein Hühnchen kochen, aber dann war plötzlich die Zeit so kurz und dann habe ich das... Mom, Ich habe nicht von dir erwartet, dass du in den letzten 3 Wochen kochen lernst. Jetzt werden mal nicht frech, junger Mann. Nein, 2. Ist Diane gar nicht da? Doch, doch. Also, erzähl mal von deinem Dingens, von deinem Camp. Mom? Mhm. Es war großartig. Bitte nächstes Jahr wieder. Ah, gleich so schön. Hey! Da bist du ja. Hey, Phil. Lass mal anders quatschen. Okay, ich muss los. Welcome home. Was ist denn mit der los? Nix. Come on, essen. Mom? Mom, mich nicht. Ich warne dich. Haben die unserem Garten den Dritten Weltkrieg ausgetragen? Es war der Sturm. Hat alles verwüstet.
Hey, was ist mit der Jens Baum passiert? Glas? Mom! Glas? Mom! Welcome home. Als Glass von drüben rüberkam, da war sie gerade mal 17, glaube ich. Und schon im 9. Monat. Dann waren wir plötzlich zu dritt. Drei Kinder mitten im Nirgendwo. Und das passte irgendwie nicht so gut hierher. Eine Frau mit zwei Kindern, ohne Mann, das ging nicht in deren Köpfe rein. Aber wir drei kamen eigentlich ganz gut klar, auch ohne Mann im Haus. Die anderen Kinder fragten uns oft, wer unser Vater sei. Und wir fragten Glass. Und dann sagte Glass immer sowas wie: Ein Seefahrer auf Reisen. Oder sowas in der Art. Ein Cowboy auf einem Ranch. Und später, als die Märchen nicht mehr griffen. Das sage ich euch, wenn ihr soweit seid, ja? Irgendwann hörten wir dann auf zu fragen, weil es ja doch nichts brachte. Und heute? Heute ist es irgendwie schon ganz normal, nichts zu wissen über unseren Vater. Die ominöse Nummer 3 auf der Liste. Zumindest für Diane war es irgendwann kein Thema mehr. Für mich blieb es eine merkwürdige Leere. Ein blinder Fleck. Du denkst eigentlich nie an ihn? Wen? Du weißt schon, vermisst du ihn nie? Warum sollte ich ihn vermissen? Ich kenne ihn nicht mal. Und wünschst dir nicht manchmal, also fragst du dich nie, wie es wäre, wenn wir ihn kennen würden? Komm mal mit. Amerika. Irgendwie übte dieses Wort immer schon eine beruhigende Anziehung auf mich aus. Als bekäme die leere Stelle in mir Farbe. Du bist zurück und meldest dich nicht. Du, Lulu. Lulu ist gerade erst aus dem Urlaub wiedergekommen. Kann es aber auch kaum erwarten, Sie wieder zu sehen, Madame. Hehe. Hehe, mich am Arsch. Ich sterb vor Langeweile. Ich will dich sehen. Jetzt sofort. Bist. Die letzten 3 Wochen, die waren der absolute Horror. So, warte, pass auf, das gefällt dir bestimmt voll gut. Was sagst du? Gut. Oh, ja, okay, du hast recht.
Mein Arsch, der kommt gar nicht und meine Titten sehen aus wie zwei Erbsen. Das einzige Krasse war eigentlich dieser Sturm, ne? Kurz bevor wir gefahren sind, da gab es so ein mega Unwetter hier. Da soll sogar so ein Junge auf seinem Fahrrad fast vom Ast erschlagen worden sein. Krass. Und? Monsieur, was sagen Sie? Ich würde sagen, ein bisschen weniger Shishi wird's auch tun. Die Verpackung soll ja nicht spektakulärer sein als der Inhalt. Verdammt, okay. Kat liebt es, anders zu sein. Eigentlich wäre sie gern ein bisschen so wie meine Mom. Sie verehrt Glass wie eine Sonnengöttin. Ihr imponiert genau das, was alle anderen verstört. Sag mal, hast du in letzter Zeit mal mit Diane gesprochen? Nee, habe ich nicht. Jetzt konzentrier dich mal bitte wieder hier drauf. Du bist mit mir hier. Du bist mit mir hier? Oh mein Gott! Ich freue mich, dass du wieder da bist. Glass nahm sich einfach immer, was sie wollte. Dabei war es ihr völlig egal, was die anderen darüber dachten. Und das passte den anderen nicht immer in den Kram. Die nannten es berechnend. Glass nannte es organisiert. Wir drei, wir halten zusammen. Wir sind stark. Wir wehren uns. Wir müssen nirgendwo dazugehören. I'd always remember that. Wir lassen uns nicht vorschreiben, wie wir zu leben haben. Von niemandem. Ich glaube, Diane litt noch etwas mehr unter Glass sozialer Ignoranz als ich. Aber damals hatte sie zumindest noch Hoffnung. Ich bin Kai. Bleibst du jetzt für immer bei uns? Excusez-moi, parfait. Bien sûr, madame, ich bitte doch. Zitronen oder Erdbeeren? Liebes Gut. Madame, ich mag sie. Komm mich mal kurz an, komm mich kurz an. Mm. Endlich bekommen Sie Bartwuchs. Mm. Ich liebe es, Monsieur. Ist so schön. Ein Meisterwerk. Das geht sehr gut. Ja. Oh. Deine Haare sehen aus wie Zuckerwatte. Sie haben einen sehr dichten Bartwuchs. Okay, du musst Sahne machen. Warte, lass mich mal. Wir kriegen übrigens einen neuen in die Klasse. Aha, und? Nichts und. Nur so, ich habe in den Unterlagen von meinem Daddy gestalkt. Da soll man hier irgendwo in der Gegend gewohnt haben. Die waren jetzt länger im Ausland und kommen zurück. Der neue soll hübsch sein. Du kannst meine Gedanken nicht manipulieren. Okay, ja, kannst du. Vielleicht. Jetzt Foto. Ja. Okay. Diane, hast du Lust zu quatschen?
Morgen. Hey, Phil. Morgen, na? Good morning. Hey, Diane, wo warst du? Was? Heute Nacht, wo warst du da? Ich weiß nicht, was du meinst. Wollen wir vielleicht zusammen zur Schule fahren? Ich muss noch was erledigen. Meine Brüste sind über den Sommer so gewachsen. Fühl mal. Mindestens zwei Größen oder sowas. Mindestens. Bist du dir sicher, dass nicht einer von euch bei der Geburt mit einem anderen Baby vertauscht wurde? Ich meine ganz ehrlich, was macht euch beide zu Zwillingen? Willst du ein Kaugummi? Nein, danke. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Verabschieden Sie sich von der süßen Zeit des Nichtstuns. Katja. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Habe ich gesagt. Hi, Nikolas. Endlich weiß ich deinen Namen. Phil, ich werde wieder ein Baby bekommen. Magst du mal fühlen? Dauert aber noch ein Weilchen. Jetzt ist es noch so klein. Findest du es nicht schön? Doch, doch. Hast du es Diane schon gesagt? Ja, heute Mittag. Und was hat sie gesagt? Ich will keine Tränen, wenn sie dir runterfällt. Ja, dann für... Endlich weiß ich deinen Namen. Warum hast du den Jungen gerufen? Weil ich gesehen habe, dass er dir gefällt. Du auch Lemonade, Darling? Ja. Wo ist meine Kugel? Welche Kugel? Meine Schneekugel. Ich hab dir ja gesagt, lass sie im Auto. Hier. Nimm. Was erzählen. Diane?
bist manchmal echt eklig. Wieso? Hey, ich hab was für dich. Welche Hand? Rechts. Tada. Ein eigener Bogen. Ist der für mich? Ja. Hier. Dann kannst du jetzt auf die Jagd gehen. Kennst du die römische Göttin Diana? Nein. Das ist die Göttin der Jagd. Morgen mache ich dir den Pfeil und dann zeige ich dir, wie man damit schießt. Good morning. Wo ist Kyle? Kyle kommt nicht mehr zu uns. Er lässt euch grüßen. War wohl nicht der Richtige für mich. Ich verstehe nicht, was du gegen ihn hast. Es ist einfach so. Der Typ, der ist ein Blender, ich spüre das. Und du weißt, dass ich einen sehr guten Instinkt habe, was Menschen betrifft. Wieso bist du heute überhaupt so stinkig? Bin ich doch gar nicht. Na, da muss ich mich wohl getäuscht haben. Ich habe eine schlechte Kundenbewertung auf eBay bekommen, okay? Aha, da haben wir einen Übeltäter. Ich meine, was bildet der sich eigentlich ein? So ein notgeiler Sack. Außerdem sammelt er Zeugs. Ja, dein eBay-Kunde? Nein, Nikolas, hör mir doch mal zu. Phil, mit dem Typ stimmt was nicht. Komm, wir gehen. Mein Gott. So ein notgeiler Sack. Außerdem sammelt er Zeugs. Ja, dein eBay-Kunde? Nein, Nikolas, hör mir doch mal zu. Phil, mit dem Typ stimmt was. Schauen Sie sich das genau an, meine Damen und Herren, und dann sagen Sie mir, was sehen Sie? Wenn Sie etwas nicht erkennen können, dann hilft es manchmal, wenn Sie etwas zurücktreten, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen.
Katja? Haben Sie heute Morgen Philosophen gefrühstückt? Danke, Katja, für Ihren produktiven Beitrag. Und was sehen Sie jetzt? Distanz schafft Klarheit. Die Gesamtheit lässt Sie oft Dinge deutlicher erkennen und Zusammenhänge besser verstehen. Oft sehen Sie dann viel klarer. Hey, Phil. Hey. Wo warst denn du heute? Wo war ich? Naja, beim Training. Auf dem Sportplatz. Du warst nicht da. Ach so, da. Ich hab da immer nur so rumgesessen. Ach so. Na dann. Schade eigentlich. Ich hab dich vermisst. Mich? Ich hab dich vermisst. Dich vermisst. Und morgen? Morgen. Naja, wenn du morgen wieder nur so da rumsitzt, dann warte doch einfach nach dem Training auf mich. Okay. Unterstellt, dass ich eine Affäre mit dir hätte. Mit dir? Ich meine, ist es nicht komplett bescheuert? Und selbst wenn, ja, dann geht es ihnen einen Scheißdreck an. Echt, mit dem bin ich sowas von durch. Männer sind einfach scheiße. Hallo? Anwesende ausgenommen. Bei dir kann ich mir wenigstens immer, immer, immer sicher sein, dass du mir gehörst. Ah, was wolltest du mir eigentlich erzählen, Darling? Habe ich jetzt vergessen. Okay. Mom? Alles okay? Ja. Brauchst du was? Es ist nur so, dass... Ich glaube, ich habe morgen ein Date. Und ich kann nicht einschlafen. Okay, komm, setz dich. Ist wirklich alles okay? Ich gebe dir jetzt einen Rat, okay? Wenn du mich dann wieder in Ruhe schlafen lässt. Okay. Was soll ich machen? Mach alles. Aber frage nicht, wer dich liebt. Okay. Wieso nicht? Wenn er Nein sagt, dann wünschst du dir, du hättest nie gefragt. Und wenn er Ja sagt, dann weißt du nicht, ob er es nur deswegen tut, weil er keine Lust hat auf eine hässliche Szene. In beiden Fällen bist du unglücklich, also lass es. Er könnte doch auch Ja sagen und es vielleicht so meinen. Glaub mir, für euch keine Menschen. Ja, witzig, Mom. Große Hilfe. Wenn du noch mehr Fragen hast, dann stell sie, aber nicht jetzt, okay? Nein, nein, Darling. Gute Nacht, Mom. Für Gleis war es auch nie leicht gewesen. Ich glaube, sie hat sehr lange sehr gekämpft. Und dann war sie müde vom Kämpfen. Das war irgendwann nach dem Tag, als sie ins Krankenhaus kam. Ah!
Phil, was ist passiert? Ich habe den Notarzt gerufen. Die sind auf dem Weg. Gut gemacht, mein Käfer. Wo ist deine Schwester? Oben bei Glass. Sie macht sauber. Diane! Was ist da drin? Nichts für Kinderaugen. Etwas Furchtbares war geschehen und Glass war sehr lange Zeit sehr traurig. Und auch Diane begann sich immer mehr an sich zurückzuziehen. Ich wollte auch traurig sein, aber es ging irgendwie nicht. Ich hatte doch noch überhaupt keine Beziehung zu diesem Baby gehabt. Ich glaube, das war der Moment, an dem alles begann, in Schieflage zu geraten. Und eine kleine, silberne Kälte nistete sich in unserer Mitte ein. Na, kannst nicht schlafen? Na komm. Das Baby habe ich dir immer so über die Nase gestrichen. Bist du ganz müde geworden? Mir hat mal jemand gesagt, man kann sich das Leben vorstellen wie ein großes Haus. Mit vielen, vielen Zimmern. Du willst nicht in allen Zimmern wohnen, drum bleiben manche Türen zu. Und manchmal im Leben, da passieren Dinge, die kann man im Moment überhaupt noch nicht verstehen. Die sind zu groß und zu mächtig. Und du fühlst dich zu klein, um dich ihnen zu stellen. Und dann bekommst du große Angst. Weißt du, was du dann tust? Du sperrst deine Angst in eines der leeren Zimmer. Schlüssel zu dem einen leeren Zimmer mit deiner Angst drin, den darfst du niemals, niemals wegwerfen. Verstehst du das? Komm. Jetzt, ja, so mit! So, was ist jetzt? Gehen wir zum See? Ich habe gar keine Badesachen dabei und ich muss Glas noch helfen. Wer nicht will, der hat schon. Grüß Glas von mir, ja? Dass du gewartet hast. Kommst du mit?
Ich freue mich so für dich. Verliebt, hm? Mache ich mich unbeliebt, wenn ich frage, ob man wirklich von Liebe sprechen kann, wenn man gerade einmal gevögelt hat? Pascal! Ja, was nützt es ihm, wenn man alles schön redet? Ich kenne ihn schon seit Wochen. Ja, vom Sehen, so viel ich verstanden habe. Also vielmehr vom Anstarren. Eben, und oft reicht ein Blick, um sich zu verlieben. Nicht wahr, Pascal? Da hast du natürlich recht. Und was hat er gesagt, als ihr fertig wart? Nichts, wir haben uns angezogen. Na bitte, aber ich darf ja nichts sagen. Nicht bis morgen oder ich rufe dich an oder irgend sowas? Ja, doch, das schon. Also er will sich auch mit mir treffen, aber er weiß es nur noch nicht wo. Warum trefft ihr euch nicht invisible, du und dein Lover? Weil ich nicht möchte, dass Diane und Glass direkt alles mitbekommen. Von dem Techtelmechtel? Ist das geheim? Vom Sex, wenn du es genau wissen willst. So laut geht's bei euch zu. Du kennst doch meine Schrebergartenlaube. Ich gebe dir den Schlüssel, falls ihr es auch mal wild romantisch haben wollt. Ja. Phil? Mhm? Kannst du heute Abend ein bisschen früher nach Hause kommen? Ich koche. Halleluja, was hast du vor? Ja, was soll ich vorhaben? Wir bekommen Besuch, ich werde kochen, ist alles. Wer ist das Opfer? Hey, du kennst ihn nicht. Er ist Tischler und heißt Michael und ich hätte gerne... Tischler. Was gibt's denn zu reparieren? Wir haben uns ein paar Mal getroffen. Und jetzt kochst du sogar für ihn. Ist da jemand nervös? Ich hätte nur gern, du weißt schon... Du hättest gern, dass alles perfekt ist? Aber Glass, dann bekommt dieser Michael doch einen völlig falschen Eindruck. Bye-bye, Phil. Get out of here, Phil. Get out of here. Warte hier. Tada! Erzähl mal was von dir. Was willst du denn da hören? Keine Ahnung. Irgendwas über dich. Ich will alles wissen. Okay, also. Ich mag lang schlafen, chillen, essen. Ich mag laufen. Ich weiß nicht, ob es ein Traum war, aber ich glaube, wir sind schon mal begegnet. Früher, vor ein paar Jahren. Kann das sein? Ich war mit meiner Mutter auf dem Weg zum Supermarkt. Ich habe dich in der Tür gesehen. Mir sind alle Flaschen runtergefallen. Ist er denn schon da? Ja. Michael? Mein Sohn. Sohn Michael. Hallo. Freut mich, dich endlich kennenzulernen. Hab schon einiges gehört von dir. Hi, Phil. Freut mich. Der Fisch ist mir komplett zerfallen. Jetzt habe ich Fischsuppe draus gemacht. Ist bestimmt schrecklich geworden.
Okay. Wer traut sich? Du hast recht, Glas. Sie ist wirklich furchtbar geworden. I'm so sorry. I'm so sorry. Willst du Brot? Nee. Wollen wir ein paar Pfannkuchen machen? Ja, ja. Ja! Eigentlich dein Date? Ist jetzt ein Freund? Was? Ja, Klasse hat mir erzählt, dass du dich mit dem Jungen treffen wolltest. Also ich hoffe, das stört dich nicht. Dass ich gay bin oder dass Glass mal wieder ihre Klappe nicht halten konnte? Beides hoffe ich. Nein, tut es nicht. Und ja, vielleicht habe ich einen Freund. Was hat Glass denn erzählt? Dass es nicht genau weiß. Sorry. Ich wollte nicht indiskret sein. Ach so, nein, nein. Alles gut, ich weiß nur selber noch nicht so ganz genau. Leider. Soll sich mal nicht so große Hoffnungen machen. Was? Er soll sich nicht zu sehr bemühen. Dann wird er doch wieder nur abserviert. Es lief eigentlich ganz gut. Ja, so warst du anfangs immer. Für sowas ist es viel zu spät. Kann sein, nicht. Ausprobieren würde ich trotzdem gerne. Gib ihm doch einfach eine Chance. Die Situation würde sich nichts verändern. Es ist zu spät. Checkst du das nicht? Und? Hast du jetzt Fragen? Was machst du da? Hast du eigentlich mal was aus ihr rausgekriegt? Nee. Das interessiert mich auch nicht. Ey, Phil, wenn es dich interessiert, dann tu eben was. Frag sie doch einfach mal. Okay. Dann nehme ich das wieder, ja? Glass. Wo ist eigentlich genau die Mitte? Wie meinst du das? Ganz die Mitte der Welt. Wo ist die? Du kannst Fragen stellen. Die Mitte der Welt. Ich denke, die ist für jeden woanders. Je nachdem, wo man steht und was einem wichtig ist.
Ja? Darf ich deine Mutter mal kennenlernen? Glaub mir, das willst du nicht. Wieso nicht? Was man hört, ist sie doch cool drauf. Oh je, was hast du über sie gehört? Na, nichts Schlimmes. Halt, dass sie ein bisschen lockerer ist als die ganzen Spießer hier. Hast du ihr von uns erzählt? Ja. Echt? Und ist okay für sie? Mhm. Weiß das sonst noch jemand von uns? Niemand. Deine Freundin? Kat, nein. Die wäre eifersüchtig, oder? Kann sein, wieso? Sieht man das? Ich glaube, sie mag mich nicht besonders. Quatsch. Was war das? Was? Na das? Und kann ich sie kennenlernen? Wen? Deine Mom? Ich weiß nicht. Also der gute Geschmack hast du definitiv von mir. Macht's gut, Jungs. And not too wild. Darf ich vorstellen, meine Mom. Du hast mir gar nicht erzählt, dass ihr in der Märchenburg wohnt. Vorsicht, der ist, ja, naja, wenn man den Studien glaubt, bediene ich voll das Klischee. Fehlende Vaterfigur, umgeben von dominanten Frauen. Hast du noch Kontakt zu deinem Vater? Aber ist voll okay. Kann man doch mal so sagen. Immerhin bin ich ja wohl nicht der Erste, der aufwächst, ohne seinen Vater zu kennen. Da wären zum Beispiel Romulus und Remus, der Mythologie nach die Gründer der Stadt Rom, aufgezogen von einer Wölfin. Vater? Fehlanzeige. Oder Da Vinci oder Charlie Chaplin. Louis Armstrong, John Lennon, Mike Tyson, Truman Capote, Jack Nicholson, Gene Simmons, Eminem, Bill Clinton, Obama und nicht zu vergessen Luke Skywalker. Sie alle sind ohne Vater aufgewachsen. Und ist trotzdem was aus ihnen geworden? Naja, vielleicht sollte ich mir einfach nicht so viele Gedanken darum machen. Warum macht mich dieser bekackte blinde Fleck so unsicher? Wie kann man jemanden vermissen, den man doch gar nicht kennt? Kann ich dich eigentlich auch mal besuchen kommen? Das ist schwierig. Schwierig? Warum? Schwierig, weil mein Vater ständig unterwegs ist und meine Mutter trinkt hauptberuflich Prosecco mit den Freundinnen. Also, ist schwierig. Ist das schlimm? So, nein. Schon gut, das war nur so. Pass auf. Na komm, heb mal hoch. Das hat nicht so funktioniert. Reden sie mit dir eigentlich darüber? Was? Glass, reden sie mit dir über Diane oder so? Nee. Ehrlich gesagt will ich sie auch gar nicht fragen. Ich habe das Gefühl, das müssen die beiden unter sich klären. Du? Wie geht's dir damit? Gehst du weg? Ich treffe mich nur kurz mit Cora.
Sollte sich öfters schminken. Schleimer. Was sagt Kat eigentlich dazu, dass du einen Freund hast? Hat sie dir davon erzählt? Nee, hat sie nicht. Ich merk sowas. Schon vergessen, ich bin deine Schwester. Oder weiß sie gar nichts davon? Ja, ich weiß, ich soll sie erzählen. Hey, Diane. Ich vermisse es, mit dir zu reden. Nicht noch mehr. Doch! Vanille ist gut für die Seele. Wer sagt das? Ich? Ist aber jetzt schon schlecht. Dann musst du dich eben dazu zwingen. Hier, iss. Also langsam wird es wirklich pathologisch, Monsieur. Sie brauchen da dringend Hilfe. Findest du ihn wirklich so furchtbar? Naja, furchtbar. Weißt du, ich find's halt voll übertrieben, was jetzt alle für ein Theater wegen mir machen. Du findest ihn jetzt nicht scheiße oder so? Nö. Also, ich find halt, dass er... Kat, ich bin mit ihm zusammen. Das war doch jetzt ein Witz, oder? Nein, wirklich, ohne Scheiß. Seit wann? Seit, keine Ahnung, noch nicht so lang. Ich wollte es ja sagen, aber ich wusste es selber noch nicht so richtig. Tut mir leid. Wirklich, Madame. Okay, mein Gott, wie ist er im Bett? Kannst du nicht erstmal die normalen Fragen stellen? Wer hat wen zuerst angemacht? Hast du ihn angemacht oder hat er dich angemacht? Wollt ihr heiraten? Wollt ihr Kinder haben? Bitte tu mir einen Gefallen. Versuch ihn zu mögen, ja? Ich werde für ihn mein aller schönstes Lächeln aufsetzen. Wenn du willst, dann kannst du dir auch gerne meinen Papa ausleihen. Der liebt es, Kindern auf den Sack zu gehen. Sehr witzig. Hi. Hey. Ich weiß alles über euch. Jedes schmutzige Detail. Das heißt? Schweigegeld. Wie viel? 2000. In kleingebrauchten Scheinen? In großen, ungebrauchten. Eiskugeln. Kirsch und Vanille. Deal. Now I know that we've made our night. Honey, I know, hey, when we walk.
heart to stay sweet. Let's throw them out the window. That's what those lovers do. Einer dieser heißen, himmelblauen Tage, die nach Vanilleeis und Zukunft schmecken. Einer der Tage, an denen das Herz ohne vernünftigen Grund höher schlägt und an denen man jeden Eid schwören würde, dass Freundschaften nie enden. Phil, du musst schnell kommen. Diane ist bei der Polizei. Hi, Phil. Was ist los? Wo ist sie? Ich weiß auch noch nichts Genaueres. Die beiden sind jetzt bei den Polizisten da drin. Wer die beiden? Diane und Cora. Cora ist auch da? Michael. Grüß dich. Wo ist Glass? Wollt nicht mit. Wie, die wollt nicht mit? Diane ist bei der Polizei und sie wollt nicht mit? Und, weiß man schon was? Nichts Genaues. Irgendwas mit einem Hund, sagt der Polizist. Er soll einen Jungen angefallen und übel zugerichtet haben. Welcher Hund? Der Hund von dem Jungen. Wie jetzt? Der Junge wurde von seinem eigenen Hund angefallen. Was hat Diane damit zu tun? Der Junge behauptet, Diane hat den Hund auf ihn gehetzt. Sie soll ihn irgendwie beeinflusst haben. Ach, das ist doch Schwachsinn. Wo sind die drin? Da? Da rechts. Sprech mal mit denen. Vermutlich wäre Michaels Reaktion weniger überzeugt, hätte er Diane schon früher kennengelernt. Diane! Was Glass damals offenbar schon lange beobachtet hatte, wurde mir erst in jener Nacht klar. Scheiß. Du kommst jetzt sofort da runter! Hast du gehört? Nein! Nein! Sofort! Tschüss! Tschüss! Cora, soll ich dich noch irgendwo absetzen? Ja, gern, wenn es keine Umstände macht. Bitte. Hast du nicht? Hab ich was? Den Hund auf diesen Junge gehetzt. Diane, stell dich nicht dümmer, als du bist. Was soll das, Glass? Warum glaubst du jetzt wildfremden Typen mehr als mir? Weil ich dich kenne. Wenn du mich kennen würdest, dann würdest du solche Fragen nicht stellen. Wie soll man jemanden wirklich kennen, der sich so durchgedreht benimmt? Durchgedreht? Was ist durchgedreht daran, wenn man Freundinnen hat, die sich für andere Dinge interessieren, als für irgendwelche Typen oder fürs Ficken? Was habe ich falsch gemacht, ey? Willst du darauf wirklich eine Antwort? Yes, good dummy. Yes! Wie viel Zeit hast du? I give up. Mom. Mom, du hast doch noch gar nicht richtig versucht. Bin ich ihr ein bisschen mehr... Hör zu, Phil. Du hast keine Ahnung. Keine Ahnung. Also lass das mit deinen guten Ratschlägen. Wie machst du das, dass die Tür zu dir kommt? Ich mach gar nichts. Aber warum kommen sie dann? Weil ich ihnen zuhöre.
Was machst du? Den Nerv jetzt nicht. Hast du es getan? Hast du den Hund auf den Jungen gehetzt? Sei nicht so ein Arsch. Schon mal dran gedacht, dass ich den Hund vielleicht zurückgehalten hätte? Wie so ein scheiß Hokuspokus-Kind. Dann sag's ihr doch. Dann ist alles wieder okay. Für nichts ist okay. Und jetzt geh, bitte. Was ist nun los mit dir, Diane? Wieso kann es zwischen uns beiden nicht einfach wieder so sein wie früher? Ich will mich da nicht einmischen, aber vielleicht wäre es jetzt einfach an der Zeit, dass du den... Misch dich auch nicht ein, Michael. Diese Sache geht dich nicht an. Also halt dich bitte raus. Das ist doch kindisch, Mensch. Ah! Dann geh doch. Es hält dir hier keiner auf. Bitte geh. Ist vielleicht sowieso besser so. Mit der Nummer beißt du dir bei mir die Zähne aus. So schnell wirst du mich nicht los. Komm. Was soll der Scheiß? Warum verfolgst du mich? Hab ich nicht. Ich bin dir nicht... Okay, ja, okay. Vielleicht ein bisschen. Ich wollte einfach nur... Du sagst ja nichts. Vielleicht hat das ja einen Grund. Fahr nach Hause, Phil. Diane! Thank you.
Na, hübscher. Frühstück? Sind auch die Grünen dabei? Noch nicht. Guck mal, wen ich mitgebracht habe. Überraschung! Hey, ich hab gesehen, ihr habt da draußen so eine Gartendusche. Was ist, habt ihr Bock? Was ist mit dir los? Du guckst, als ob du vom Zug überrollt wurdest oder so. Okay, Frühstück. Überlegt. Ich möchte meine Haare färben. Schwarz. Wieso nicht? Schau mal. Weißt du eigentlich, was für ein wunderschöner Mann du mal sein wirst? Findest du? Zu Hause ist alles so schrecklich. Was ist los? Nichts, lass mich einfach. Hey, es tut mir leid. Ja, vielleicht hat er auch einfach nichts zu erzählen oder zu sagen. Schon mal daran gedacht? Quatsch. Jeder hat was zu erzählen. Wo ist Theresa? Die kommt halt spät. Na toll. Tee? Geht schon. Seid ihr beide glücklich? Du und Theresa? Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber, ja, ich denke, wir sind glücklich. Ich weiß einfach nicht, was er wirklich denkt. Du weißt schon, was er für mich fühlt und so. Was bin ich für ihn? Und warum fragst du nicht einfach? Du hast Angst vor der Antwort. Und Gleis sagt auch, ich soll ihn besser nicht fragen. Ah, und du meinst, Glas ist die Richtige für Ratschläge in solchen Dingen? Hörst du, machst mich ganz nervös. Bitte setz dich. Okay. Was willst du von ihm? Ich weiß nicht. Mehr Sicherheit, denke ich. Siehst du, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Die schlechte Nachricht ist, Sicherheit gibt's in keiner Beziehung. Dann zumindest, dass er nicht immer so verschlossen ist. Er weiß alles über mich und ich kaum was von ihm. Ich habe das Gefühl, ich kenne ihn überhaupt nicht. Und trotzdem liebe ich ihn. Nicht trotzdem. Deshalb.
Vielleicht ist das ja genau das, was dich fasziniert. Der geheimnisvolle Prinz. Sehr komisch. Erst, Bub. Wie hast du es bei deinem Ehrgeiz geschafft, dich unter Millionen von Spermien durchzusetzen? Vielleicht würde es dir helfen, wenn du nicht wie ein unbeteiligter Zuschauer durch dein eigenes Leben stolperst, sondern mehr Initiative ergreifst. Ich meine, wenn du Klarheit willst, dann tu auch was dafür. Wissen deine Eltern? Du weißt schon, hast du ihnen von uns beiden erzählt? Nee. Das würden die nicht verstehen. Ach so. So. Das ist der Garten. Das ist der Rasen. Den lässt meine Mutter mindestens einmal in der Woche stutzen. Es könnte ja mal jemand vorbeikommen und eine Unregelmäßigkeit entdecken. Und da ist das Haus. Kommst du? Was ist da drin? Ach, ist nur so Zeug. Komm. Phil, ist das nicht so wichtig? Du versteckst doch was. Komm, meine Eltern sind nicht da. Ich zeig dir das Haus. Phil. Das ist echt nicht so spannend. Darf ich? Was ist das? Das sind meine... Ich sammle Dinge. All die Sachen hier, die hat jemand verloren oder weggeworfen. Für andere haben sie vielleicht keine Bedeutung mehr. Oder sie haben jemandem mal was bedeutet und werden jetzt vermisst. Und, naja. Weiß ich. Ich glaube, dass man nichts unbeabsichtigt verliert. Also auf jeden Fall nicht so ganz unbewusst, weißt du? Und so gesehen sind alle Dinge hier ein Sinnbild der Missachtung. Ich habe hier meine eigene Welt gebaut. Hier gebe ich den Dingen einen neuen Platz. Und was machst du dann mit den Dingen? Nichts. Weil ich denke mir ihre Geschichte aus. Ja. Das klingt psycho, oder? Deswegen erzähle ich es auch keinem. Hast du auch ein Lieblingsding? Wozu? Komm. Ein Hühnchen gekocht.
dachte, vielleicht magst du etwas davon. Danke. Wann kommst du zurück? Redest du wieder mit Diane? Das ist wirklich meine Sache, Phil. Aber wenn ich da leben soll, dann ist es doch meine Sache. Und die von Diane. Die von uns drei. Ich lass mich nicht von dir unter Druck setzen, Phil. Komm zurück. Das ist kindisch. Ich komm zurück, wenn ihr wieder normal seid. Diese Stimmung, das halte ich nicht aus. Phil? Phil? Phil! Ich werde mit ihr sprechen. Aber du musst mir überlassen, wenn ich so weit bin, okay? Telefon. Schon wieder. Phil. Tut mir leid, er schläft immer noch. Ich richte ihm aus, ja? Tschüss. Langsam gehen mir die Ausreden aus. Willst du Kat nicht irgendwas sagen? Wünscht, dass es gut geht. Vielleicht solltest du wieder zurück nach Visible. Hm? Wieso nach Visible? Weil das dein Zuhause ist. Ja, aber da gehe ich nicht mehr hin zurück. Okay. Wie lange will sie dich noch verstecken? Keine Ahnung. Bis die zwei sich wieder vertragen. Wenn sie aber dich dafür brauchen? Die brauchen mich nicht. Die sind so sehr mit ihrem eigenen Problem beschäftigt, dass sie mich überhaupt gar nicht mehr sehen. Kannst du dich noch erinnern, was ich dir mal über das Haus mit den Zimmern erzählt habe? Dass ich darin Dinge wegsperren kann. Genau. Was noch? Dass du den Schlüssel nicht wegwerfen darfst. Und warum?
vielleicht eines Tages spürst, dass der Weg in einen größeren, noch viel schöneren Teil des Hauses nur durch dieses eine Zimmer führt. Nicht erst mal erzählen. Ihre Sachen waren nicht draußen. Wo ist sie? Sie ist kurz nach dir auch rausgezogen. Wohin? Das hat sie mir nicht gesagt. Klaas, was ist passiert? Phil, ich glaube nicht, dass das jetzt der richtige Mom. Moment ist. Bitte. Aber das ist so schwer zu verstehen. Dann lass es drauf ankommen. Versuch es. Ich bin da. Ich lauf nicht weg. Also gut. Du kennst doch die Folianten in der Bibliothek. Diese großen Bücher mit den gepressten Pflanzen. Das Ganze ist schon eine Weile her. Die Seite? Was war da drauf? Früher attraktiver für ihre Männer gemacht. Mit Gift? Hey. Nein. In kleinen Mengen weitet das Gift der Belladonna die Pupillen und macht die Augen schöner und größer. Das soll anziehend machen? Ja, wenn man nichts anderes zu bieten hat. Und was sie sich mit ihrer Anziehungskraft eingebrockt haben, haben sie dann mit dem Gift in höheren Mengen aus der Welt geschafft. Was heißt das? Komm, lass uns gehen. Gleis hat erzählt, dass du ausgezogen bist. Wo wohnst du denn jetzt? Bei Cora. Sie hilft mir auch mit Mathe. Du weißt ja. Klar. Sonst ist bei Theresa auch noch Platz. Oder wenn du etwas von zu Hause brauchst, dann ich kann es dir bringen. Okay. Das war kein Unfall damals.
Das war geplant. Warum? Phil, es ist ewig her. Diane, was ist passiert? Du weißt es doch selber. Glass hat alle mal vertrieben mit ihren Aktionen und ihrer Art. Und jedes Mal waren wir wieder alleine. Irgendwann habe ich mich damit abgefunden. Und dann kam Kyle. Er machte uns und wir machten ihn. Und dann war sie auf einmal wieder da. Die Hoffnung ist, dass wir... Gott, das klingt so... Dass wir vielleicht doch noch eine richtige Familie sein können. Und dann hat sie ihn doch wieder vertrieben. Und ich war so... so wütend. Ich habe mir nur noch eine andere Mutter gewünscht. Und dann dachte ich, dass... Wenn sie uns den Vater nimmt, dann hat sie auch kein neues Kind verdient. Mama wäre fast gestorben. Und ich war schuld. Dann habe ich beschlossen, es für mich zu behalten. Für immer. Manchmal konnte ich es auch vergessen, aber... Jedes Mal, wenn sie im Garten am Grab stand, kam alles wieder hoch. Und als ich weg war, da wolltest du die Sache dann... Nein. Ich wollte es ihr eigentlich nie sagen. Damit muss ich selber klarkommen, aber... Vor etwa einem Jahr, da habe ich jemanden kennengelernt. Jan? Wo weißt du das? Die Briefe, ich habe sie in deinem Zimmer gefunden. Aber wieso hast du nichts erzählt? Keine Ahnung, es war noch frisch. Etwas Besonderes. Zerbrechliches. Jan hat mir gut getan. Dann habe ich verstanden und er konnte auch mit meiner Wut umgehen. Auch dann war im Sommer dieser Sturm. Alles flog durch die Gegend, die Ziegel sind von den Dächern gefallen. Die Bäume wurden rausgerissen und sind umgefallen. Wie Zahnstocher. Ja, nur auf dem Weg nach Visible. Zu mir. Aber er ist nie angekommen. Das ist Jan. Ich besuche ihn fast jeden Tag. Am Anfang dachte ich, er würde sterben ohne mich. Verrückt, oder? Komm, Diane. Komm. Na komm. Ich habe mich so schuldig gefühlt. Ich hätte jemanden gebraucht, der mich aufhängt und der mich hält. Sie war nicht da. Sie war wieder mit einem Typen beschäftigt. Sie hat darüber geredet, dass sie ein Kind haben wollen. Das hat alles wieder aufgewirbelt. Also habe ich dir gesagt, was damals war. Ich habe plötzlich wieder Zähne und hilflos. Ich habe sie angeschrieben, dass ich wünsche, dass sie damals draufgegangen wäre. Oh nein.
Phil, du warst nicht da. Komm nach Hause. Und du? Ich bin da. Ich bin jetzt wieder da. Was ist denn los? Du bist so komisch. Ich hab dich gesehen. Dich und Kat bei dir in der Hütte. Wieso hast du das gemacht? Ich dachte, wir irgendwie... Liebst du sie? Ich... Nein. Liebst du mich? Woher weißt du das? Dass das Gefühl, das du für mich hast, dass es Liebe ist. Ich brauche dich. Brauchen? Die Luft zum Atmen oder wie das neueste iPhone? Das ist unfair. Unfair? Du sagst mir, was unfair ist? Warum denn was verändern? Wir haben noch eine tolle Zeit zusammen. Phil, ich mag dich wahnsinnig gern. Warum können wir nicht einfach so weitermachen? Wir drei zusammen. Das geht nicht. Das geht für mich nicht. Das reicht mir nicht. Verstehst du das nicht? Ich kann mir nicht mehr vorstellen, ohne dich zu sein. Aber ich brauche auch Kat. Ich brauche euch beide. Nikolas, ich kann dich nicht teilen. Ich kann das nicht. Nur falls es eine klitzekleine Chance gibt, dass du in den nächsten 100 Jahren vielleicht nur noch mal darüber nachdenkst, mit mir zu reden. Ich will nur, dass du weißt, dass ich auf dich warten werde, okay? Wenn es sein muss, dann warte ich auch für immer. Ha ha.
Auspacken! 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 Tada! Kleiner Survival-Kit für deine Reise. Wer war an der Tür? Keine Ahnung. Stand keiner vor der Tür. Aber das lag da. Ich stoß ohne mich an? Ja. Komm, Baby, auf die Reise. Auf die Reise, ja, auf Amerika. Auf die Reise! Auf die Reise! Ich habe auch noch eine Kleinigkeit für dich. Ich dachte, es ist besser als deine uralte Karte aus dem letzten Jahrtausend über deinem Bett. Danke. Wenn du ihn wirklich treffen solltest, dann. Und schick mir ein Foto, ja? Wen? Meine Nummer 3. Ich dachte, das interessiert dich nicht. Na, man sollte nicht so radikal sein. Ich find's wirklich schön, wenn du mitkämpfst. Jetzt muss jeder von uns mal seinen eigenen Scheiß regeln. Außerdem, was soll denn in den 3 Wochen so Großartiges passieren? Haha. Als erstes werde ich ihre Liste vernichten. Das hätte längst getan werden müssen. Was? Hab ich schon gemacht. Hätte längst getan werden müssen. Schläfst du schon? Ich glaube, ich kann heute sowieso nicht schlafen. Ich wollte mich nur kurz verabschieden. Wer weiß, ob ich morgen so früh aufkomme. Setz dich her, Rabenmutter. Und? Aufgeregt? Ich? Kein Stück. Hör zu, Phil. Ich mach dir einen Vorschlag. Du fragst jetzt schnell, was du wissen willst. Und ich werde antworten. Okay. Wie heißt er? Nächste Frage. Wo wohnt er? Na toll, das fängt ja gut an. Na gut. Wie war er? Ja. Er war wunderbar. Er war der wunderbarste Mann, den man sich vorstellen kann. Wenn er so wunderbar war, wieso hat er dich dann verlassen? Das hat er nicht. Wir haben uns geliebt, wahnsinnig. Er war so, so gutmütig, so sensibel. Wenn er eine Blume anfasste, begann sie kurz danach zu blühen. Ich schwör's dir, ich hab's gesehen. Schmetterlinge, Nachtfalter, alle Insekten, er hat sie angezogen wie Licht. Wie Diane. Peter Jan. Aber es geht nicht um irgendwelche Krabbelfiecher und alles. Es geht um dieses übersteigerte Einfühlungsvermögen. Diese
diese Verletzlichkeit. Siehst du nicht, was mit solchen Menschen passiert? Ich hatte ständig Angst um ihn. Und dann, was ist passiert? Dann wurde ich schwanger. Plötzlich hatte ich auch Angst um euch. Und da wurde mir klar, mit ihm werde ich das nie schaffen. Niemals. Also bin ich einfach abgehauen. Und ich habe gedacht, ja, wenn ich erst mal weg bin. Und? Ich hab nicht mit dem schlechten Gewissen gerechnet und dass es so weh tut. Wieso hast du uns nie was davon erzählt? Weil es leichter war. Was? Ja, nicht drüber zu reden. Wenn es auf alles immer eine einfache Antwort gäbe. Ich wünsche, dass sich deine Träume erfüllen. Aber sei vorsichtig, erwarte nicht zu viel und sei nicht traurig. Mom. Ja. Wie heißt unser Vater? Wir wollten das lassen. Pass auf dich auf. Leute, ich pinke mich gleich ein. Phil? Das bin immer noch ich. Und das hier ist immer noch meine Familie. Ich werde sie wohl vermissen. Jeden Tag. Sogar das Essen von Glass. Das hier ist vorerst mal nicht mehr das Haus, in dem ich wohne. Und die kleinen Leute und ihre kleinen Leben sind mir jetzt erstmal herzlich egal. Es ist alles wahnsinnig kompliziert hier. Aber eines weiß ich jetzt sehr genau. Meine Mitte der Welt ist da, wo sie sind. Ihn finden werde? Keine Ahnung. Und ja, vielleicht ist er wirklich ein Seefahrer auf Reisen oder ein Cowboy auf einer Ranch oder ein Aussteiger-Hippie oder ein Transvestit oder ein Knacki oder verkauft Waffen an verzweifelte Hausfrauen. Was weiß ich. Die Antwort ist nicht mehr lebensnotwendig. Die Leere in mir wird kleiner. Aber ich will jetzt Türen öffnen. Thank you.
clouds like rain today. Hope it washed the sun away. So lay your body down in the gutter where I try to find shelter from the torrid sun that makes us all undone. It's the sun that burns the green grass but also dries your eyes. And marching bands on the street in a city that always sleeps. A bittersweet rhapsody leads you straight into agony. Everyone, the feeling that we're on. It's the sun. It's the sun. It's the sun. It's the sun. Thank you.